Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge HSZ1 Battle Royale mit Natze, Fresh Fries, I4 und MG Musmeat. Hallo. Treckdorf. Ja, da können wir hinkommen. Ja. Es sind aber, glaube ich, nur wir, die da runtergehen, oder? Nein, da geht noch einer runter. Rechts neben mir geht einer runter. Im Treckdorf? Ja. Da geht sonst keiner. Und zwar direkt vor mir. Ah, der ist Pfeil. Ach, der, jetzt sehe ich einen Pfeil. Jetzt hat er einen Pfeil, ja. Ja. So, ich bin auch unten. Ich dachte mir ja, dass ich kurz mal einen Pfeil gesehen hatte. Ich gehe zum Doppelstöckler hoch. Oh. Ja, Besitzansprüche früh genug geltend machen. Mach dir einfach nicht geltend, ich gehe einfach dahin. Und wenn jemand anders da ist, wird er abgeknallt, ganz einfach. What the fuck? Ob vom selben Team oder einem anderen. Hey. Alles egal. Alles egal. Ich töte alles und jeden. Ist nur Scheißerin. Ich muss meine Teammates killen, weil ich sonst keine Kills mache. Ich kenne kein Team. Hier ist nichts mehr. Raus. Hier ist nichts. Geh ins nächste. Wer ist denn direkt da nach ganz oben gerannt? Wer ist denn da hinten in einem Doppelstöckler? Keiner, oder? Ich bin in einem Doppelstöckler. Aber in dem einen oben am Berg. Oh nein, das hat gerade so ausgeschaut. Ich gehe mal hier rein. Oi. Ich glaube, ich war schon jemand. Hier liegt noch eine Magnum rum. Ah, E4 redet irgendwie. Hier liegen nicht nur so viel. Hier liegen nur Magnums rum irgendwie. Ah, jetzt. Er rührt sich ja doch. Hätte ja sein können, dass sein Mikro weg ist. Nö, nö. Ich schätze. Ja, ja. Du redest halt so selten mit uns. Boah, was ist denn da los? Da ist ja überhaupt nichts drin in den Scheißhäusern. Nein, ist nix. Ja. Bisher auch nur Eier. Ah, Schrotze. Noch eine Eier. Wer kommt ich habe nur eine Schrote jetzt gefunden. Ich habe bisher noch gar nichts. Also Pistolen habe ich liegen lassen. Da habe ich ihn überholt. Eiskalt. Überholspur. Boah, wird das eine Pistolenrunde oder wie? Also, wie es ausschaut schon. Laufen wir weiter nach oben. Ah, hier kommt Natze raus. Ja. Nur bleibt den Zaun hängen. Leck mich! Oh. Ah, ja. What the fuck? Da ist ja noch nicht mal ein Medkit drin. Oh, und eine Schrotze. Geil. Ich hab noch gar nichts an Waffen. Ich hab auch hier liegt eine AR, aber ohne Munition. Herzlichen Glückwunsch. Hier liegt noch eine Schotti. Drück mal Tab. Hier liegt noch eine Schotti. Ganz oben, ganz außen. Erstes weißes Haus. Ah, da bist du unten, ja. Hast du den Doppelstöckler schon genommen neben dir, links? Ja, rechts eben. Dann laufe ich Richtung Kirche. Da ist eine Schrotze drin, da sind zwei. Ich habe eine Schrotze. Ich nicht. Das sind noch zwei, deswegen sage ich doch meine Position genau an. Wo warst du denn jetzt, im Doppelstock hier hinten drin oder was? Nach dem Doppelstock, wenn du vorne rauskommst, rechts das erste weiße Haus, da sind zwei Schrotzen. Ich bin der Tour. Braucht noch jemand eine Schrotze? Ja, ich habe eine tatsächlich. Oh, er fehlt mir noch. Wohlgemerkt, hier liegen zwei. Wir sind schon an der Kirche. Nimm die Moon mit. Ja gut, dann... eine und nimm du dir die Moon mit. Fertig. Ja, dann nehme ich mir die Moon mit. Also, ich wollte es nur gesagt haben. Natze? Ich hab noch eine AR hier. Ja, ich bin hier am anderen Ende. Ich gehe schon mal zum nächsten Haus. Vielleicht liegt da ja noch was Schönes. Wie vielleicht für du lootest nicht die Autos? Das gehört sich nicht. Immer erst Autos looten. Boah, hier liegt noch eine Schwarze. Übel. Wo bist du denn? Ganz oben, Richtung Kirche. In dem aber Doppelstock. Immer noch im Dreckdorf. Nee, neben dem Doppelstöckler im weißen Haus. Nix. Hinten. Bist du das, Natze? Was? Wo hier unten am Dreh Hang? Dreh dich um. Das weiße Haus. Und das hier. Nix. Ah. Wo ich davor stehe. Ist aber nicht oben auf dem Hang. Oh. Ja. Aber die obere Straße. Ja, das musst du doch dazu sagen. Hab ich. Ich hab dreimal die Position angesagt. Und da wollt hab ich mindestens einmal gesagt. Nein. Na, irgendwas in der Kirche? Nein. Nächstes Mal suchst du wieder selber deine Schrotze. Wer mit hier. Lag noch eine Eier? Ja, aber ohne Moon leider. Okay. Fahren wir, oder? Wer ist hier? Ja. Fahren wir zum anderen Dorf. Hast du gefunden? Ja. Dann ist ja gut. I4? Wo bist du hin? Hm? Nach da runter.
Ich laufe mal weiter Richtung Süden. Ja, ich hole mir da Autos noch. So, dann können wir ja mal loslaufen. Wo ist die Wohnwägen? Oh fuck, okay, wir sollten eher fahren. Ja, dann holt uns bei dem Doppelstöckler vor der Freifläche ab. Ich will hier zum Franzosenlager, zum ehemaligen. Kommst du nicht hin? Kommst du nicht hin? Weg versperren. Er läuft eiskalt an mir vorbei. Oh! Alter, wie Schaden am Stacheldraht gekriegt habe. Ich bin an dir vorbeigefahren. Fresh hat gerade Ivy überfahren. Ich bin ohne Witz an dir vorbeigefahren. Was? Fresh hat Ivy überfahren? Ja. Total unnötig. Ja. Ich bin ohne Witz an dir vorbeigefahren. Ja. Fresh. Ja. Holst du uns? Moment noch, ich loot hier ja, noch. Ja, ich nehme Bayer hier noch mit, dann hole ich euch. Dann gehe ich hier nochmal. Wir rennen schon mal weiter zur Straße. Oder? Ich guck hier nochmal einen Doppelstock rein, ob hier einer drinne war. Ja, guck rein. Aber normalerweise schon. Wenn wir alle im Dreckdorf runtergekommen sind, wird doch mindestens einer da gelootet haben von uns. Wo? Im Doppelstöckler. Ja, bestimmt. Also hier sind noch alle Türen zu. Okay, dann komme ich mal mit rein. Wie hier einfach nirgendwo ein Medikit ist oder sowas. Ja, ja. Komm zum Auto. Einen habe ich noch. Hm. Da ist eh keins. Ich habe zwei Medikits. Rein und geh mal ein bisschen Gas. Ich habe auch zwei. So, dann rennen wir Richtung dem Wohnwagen hier rüber. Mal dem Oh, Fresh endlich ein eine noch AR-Munition gefunden. Endlich. Ich habe 330 Schuss für die AR. Na, ja. Schön. GZ. Brauchst du die auch? Wo bist du denn jetzt, MG? Ich renne über die Freifläche Richtung Campingwagen. Also Fresh MG. Ach so. Das ist die Frage, wo sind die? Ah, da hinten. Am Doppelstück, ne? Ah, da ist der eine. Und ist einer. Fahren nicht wieder über den Haufen, so wie Eifel. Ich bin ohne Witz, also es tut mir leid, aber ich bin ohne Witz vorbeigefahren eigentlich. Ich hab's in der Aufnahme, wie du über ihn drüber fährst. Spielt man halt mit sich nicht. Ja, ey, komm! Dann passiert sowas nicht. Ja. Ivy ist, glaube ich, angepisst. Ein klein bisschen. So reicht auch. Ja, ja, glaube ich dir. Wie soll ich jetzt gewinnen? Oder Zweiter werden ohne mein Ivy? Nimm einen von uns. Aber Fresh würde ich nicht mitnehmen. Der würde dich für seine. Sowieso gleich. Der würde dich für 5 Cent verraten. Ja. Zwei. Man muss das nicht so hoch annehmen. Okay. Ich würde ja gerne mal was ausprobieren in dem Auto. Was denn? Molly werfen? Ne, das geht nicht. Das habe ich schon ausprobiert. Okay. Das hat er ja schon. Was war das? Okay. Einstein? Ne, da war nicht Einstein. Da war einfach gar nichts. Ja, da vorne ist ein Auto. Vor uns Auto schießt. Ah, ich bin tot. Ich auch. Einen habe ich mitgenommen. Ja, ich. Boah, ich bin tot, ja. Ich hab den letzten geholt. Gut, sauber. Ja, war nicht mehr viel übrig. Gut, dann ist das jetzt aber nichts gewesen. Dann bin ich mal weg. Ciao. Nimmst du das echt? Nee, ich cutte es wieder zusammen. Ja. Wie gesagt, das ist ja, kann man ja alles immer noch hernehmen. Mhm. Was mögen die Leute auch, wenn man eine Runde fehlt? Natze, ich hab nicht. Ja, okay, ein Haufen Schuss AR. Es war eine kurze Runde. Ja, definitiv. Außer Natze zieht's jetzt doch in die Länge. Ja. Hätt's doch ausprobieren sollen. Ich will mal schauen, ob beim Auto jemand mehr schießen kann. Normal schon. Gerade einer mit dem Quad dran vorbeigefahren. Was ich gern hätte, ist das, dass du kein Friendly Fire hast. Das wäre gut. Zumindest in der Gruppe. Ja, gut. Ivy hat vor lauter Frust H1Z1 beendet jetzt. Na. Er will nicht mehr. Ist schon wieder gestartet. Ich renne da jetzt gerade mal die Stelle. Das ist echt einen Meter vorbei. Stellst du das dann gleich auf Twitter, also oder wie? Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, bei mir schaut so aus, als würdest du voll über ihn drüber fahren. Echt? Also entweder hatte jemand von euch einen Desync. Dann müsst ihr beide das kleine Stückchen rendern auf Twitter. Ah, ich kann keine Munition mehr mitnehmen für die AR.
Scheiße. Ja, aber ich hab halt zu viel. Wahnsinn. Sorry. Wo muss ich denn überhaupt hin? Pleasant Valley raus. Kein Wunder, dass du so lange überhaupt an der Kreuzung überlebt hast. Ja, ich hab gelootet. Ich hab jetzt fast 900 Schuss für die AR. Schon scheiße, dass man die AR nicht auf Dauerfeuer stellen kann. Ja. Könnte es bis zum Schluss feuern. Ja, das Geile wäre, du müsstest dir jetzt noch einen Patronengürtel machen und alle 900 Schuss dran und dann einfach bloß drauf drücken. Ah, oh, wir haben einen Plan. Ja, 900 Schuss auf einmal durchballern. Gucken, ob das scheiß Rohr auch glühend wird. Oder nicht. Also zwei Spieler habe ich abgeknallt. Ja, du hast ja ein paar Schuss übrig. Ja. Gut, dann gehe ich mir schnell einen Kaffee machen. So, rennt jetzt 10 Sekunden. Ah, herrlich, ey. Es lacht, aber diese Runde nicht als erster weg ist, sondern als letzter noch lebt. Ja. Da kann er zahnen, ne Bude. Das gute Glücksbärchen. Nicht gelistet. Fertig. Oh. Jetzt ist halt direkt auf Twitter hochgeladen. Nee, ich lade es einfach nicht gelistet. So, ich bin H5. Aber auf Twitter kurz mal. Oder? Uns mit reinschreiben, dass ich es gleich sehe. Oh. Ich schreib's einfach MTS. H5 nee, ist ja noch nicht safe. Weil ich will jetzt nicht aus dem Spiel tappen, sonst ist es wieder weg. Ah, dann schreibe ich es in die Twitter-Gruppe. Meine Güte. Ja, danke. 95% schon verarbeitet. Wow. Bearbeitung abgeschlossen. Wow. Das ging aber schnell. Das muss ich mich aber sputen? Oh, es sind sowieso nur noch 27 am Leben. G6. TS noch zusätzlich für die jetzt gucken wollen. G6, G6, G6. Oh, das wird knapp. Vor mir fährt einer mit dem Quad, ey. Und ich kann nicht schießen, Alter. Steig halt aus und fies. Hä? Du bist da wirklich an ihm vorbeigefahren. Ich hab's gesagt. Das sieht ein bisschen so aus, als würdest du mit einem Außenspiegel töten. Ja, aber normal, wenn man voll drauf hält und dann nicht tot ist, weißt du? Und jetzt bin ich dran vorbeigefahren. Und ich meine, klar, es ist dumm von mir gewesen, also Spieler reinzumachen, aber eigentlich habe ich ihn nicht erwischt bei mir. Ja, klar. Schwein gehabt. Ich hab wieder einen umgehauen. Das wird dich doch milde stimmen, I4, oder? Was? Hast du es noch nicht angeguckt, das Stück? Nee, das ist jetzt auch wurscht. So sind die Österreicher. Da verpufft der Zorn von selbst innerhalb von 5 Minuten. So puff, weg ist er. Na, man muss nur kurz grantig sein und danach ist es egal. Die Mentalität finde ich aber cool. Schick das gut. Jetzt trotzdem mal an H1Z1 direkt per Twitter, weil das kann ja nicht sein. Aber vielleicht ist es jetzt so, wenn wir jetzt im Auto fahren, wir müssen bei den Gegnern vorbeifahren, dann killen wir sie. E6. Aber da müsste ja Bayer noch sein Stückchen dranhängen, wo er bei ihm überfahren wird. Bin ich sogar safe. Aber ich habe letztens auch Bayer aus dem Auto raus erschossen. Obwohl er hinter mir saß. Ja, das sind nur ein paar so Probleme. Vielleicht hast du ja die A-Säule getroffen, davon ist die Kugel abgeprallt und ist dann zurück in Bayers Schädel. Halt noch ein paar Probleme, mein Gott. Ja. Ich bin vorbeigefahren. Er versteht's immer noch nicht. Ich bin aber vorbeigefahren. So, das kann gut mit Battlelight zusammenhängen, weil ich das von Arma kenne. Wenn du da Desyncs hast, musstest du oft bei Altis Live aufpassen. Da bin ich oft schon 3-4 Straßen entfernt von den Autos gewesen und die haben mich selbst da noch umgebracht. Ja, dann geht ja das noch mit so einem halben Meter. Das geht noch, ja. Ja, Baby. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Das hier ist natürlich auch angucken, Bayer, wie ich an ihm vorbeigefahren bin. Gefährliche Stelle.
Bayer, jetzt musst du noch das Stückchen rendern, wo er ihn überfährt. Ja, oh. Bei mir schaut es auch viel anders aus. Okay. Aber du hast ihn überfahren. Wurscht. Da hat sich die Hose im Hinterrad verfangen, hat ihn dann zu Boden gerissen und dann ist er überfahren worden. Nee, dafür muss ich ist Alex in der nächsten Folge. Nein, ich lebe noch. Ich habe gerade noch einen dritten umgebracht, der mit dem Quad vor mir gefahren ist. Nee, achso, du bist noch drin. Okay. Danke, Alfia. Dass du mir so viel zutraust. Also, ja, wir quatschen ja schon mehr über alles andere als jetzt über dein Gameplay. Also, in der nächsten Folge muss ich Fresh hinknien und Ivy darf ihn mit der Schrotze von hinten in die Rübe knallen. Ja. Richtig hinrichten, weißt du? Nee, Sache er ist darf Bayer, ihn zu Tode schlagen, es soll grausam Bayer, sein. Bayer, würdest du das machen oder du würdest selbst dann nicht treffen? Hey, ich habe in der letzten Folge 3 Leute getötet. Das sind immerhin 3 mehr wie du. Gibt's keine Beweise. Doch, Mann, das ist deine 200. Folge. Ja. Genau, also wer sehen will, die 200. Folge ist der Beweis, dass Fresh keinen getötet hat. Bei mir gibt's Fresh da keine Beweise. Fresh nicht mehr in der Lage war, 5 Minuten zu überleben. Doch, da habe ich doch bei meiner 200. Ja, da hast du ja keinen getötet. Und Nummer 4! Warte, ich guck mal. Was machst du denn? Wenn Leute mit Watt überfahren oder was? Nö. Achso, du hast den 4. Mann getötet. Ja. Schön, dass dein Gameplay so absolut nicht interessiert. Halt die Fresse, Alter, ey. Ich rede gerade über alles, außer über das Gameplay. Mein Headset macht einen Abgang. Oh, der hatte sogar noch ein paar schöne Sachen dabei. Ja, wie interessant. Ja. Eigentlich nicht, aber... 987. Fresh, töte nicht schon wieder die Tastatur, die kann ich will, früher. Aber... Über was können wir uns denn eigentlich unterhalten? Natze kommentiert ja auch nicht. Na ja, klar kommentiere ich, wenn ihr nicht immer da irgendwie so... Wir haben jetzt ungefähr 20 Sekunden lang... Ja, dann hättet ihr mich nicht alle, dann hättet ihr mich nicht alle alleine lassen müssen hier. Nee, so. Hättest du besser geschossen? Ach, jetzt komm, Gummibären. Ich hab gut geschossen. Ich hab mittlerweile 4 Gegner umgehauen. Und du? Gummibären hüpfen. Also ich habe 2 Kills in der... Halt die Fresse da, ey. Ich möchte ein Glücksbärchen sein. Was hat Natze dann auf dem Bauch? Ein Gummibären. Er probiert's mit diesem kranzigen. Ich glaube, ich werde es sowieso nicht überleben, weil jetzt kommt das Gas und ich bin immer noch nicht in der Safe Zone. Echt? Ach, du Ärmster. Dann pfeift dir ein Medikit rein, du müsstest ja 100 haben. Ja. Hast ja oder schon 4 Leute getötet. Das Problem ist, ich habe ausreichend Medikits gefunden, ich kann bloß nichts mehr tragen, weil ich immer noch ungefähr 800, über 850 Schuss für die AR habe. Dann droppe ich 400. Die brauche ich aber! Nein, es geht ums Prinzip. Ja, ohne Scheiß, ich müsste jeder Feind quer durch den Wald hören, weil die Muni im Rucksack so scheppert. So ja. Die wird gedämpft durch die Schrotflintenmunition. Stell dir mal vor, die Muni schlägt hinten auf den Auslösebolzen. D5. Es wäre aber gut möglich. Ja, eben. Bei 800 Schuss ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer losgeht, doch relativ hoch. Ja. Also sieht man, wie unrealistisch das Spiel ist. Das Spiel ist nicht unrealistisch. Du weißt ja nicht, wie die 800 Schuss geliefert wurden. Im oder außerhalb des Magazins. Oder in so Munitionspäckchen. Oh, ich bin doch in der Safe Zone drin, ne? Richtung liegen, da passiert dann nichts. Ja, wie geil ist das denn? Bei so einem Munitionsgurt kannst du ja auch, keine Ahnung, 200-300 drin haben und da passiert nichts. Ja, das ist richtig. Da sind sie aber auch fest. Klappern sie nicht durch die Gegend. Okay, da hinten fährt ein Polizeiauto auf den Berg rauf. Das ist uncool. Ein 150er Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Munitionsgurt scheppert auch hübsch. Ja, stimmt. Also, vom Wendel. Wo muss ich denn hin? Dann der Plastikkoffer reißt, wo die 150 Stoß drin sind. Das hatte ich mal in der Bundeswehr. Oh. Reißt mir wirklich. Das interessiert keinen. Der Plastikding? Das interessiert keinen. Dann kann ich die 150 Schuss nehmen, hab sie mir über die Schulter werfen dürfen. Es interessiert keinen.
Gummibären. Halt die Fresse, Alter, ey. Nee, er ist ja der Glücksbärchen. Du bayerischer Waldschrat, Alter. Ja, immer noch besser wie Gummibär. Ich höre mich auch nicht an wie ein Gummibär. Doch, hörst du. Nein. Der Erklärbär. Gibt's den noch, ja. Dann erklär mal. Also, um zu gewinnen, muss ich noch 15 Leute umbringen. Ja? Dann das ist mach gut. Mal. Ja. Und dann laber nett. Ich muss erstmal zur Safe Zone kommen. Suchen, finden, zerstören. Ganz easy. Genau. Ja, ich weiß ja zumindest schon mal, wo die mit dem Polizeiauto hin sind. Die liegen hier noch. Ja, scheiße, wenn man keinen fahrbaren Untersatz mehr hat. Was hast du mit dem angestellt? Die sind alle am Brennen und so gut wie es geht wie im Arsch. Der macht ja nichts, das ist ja, das nennt sich dann Ninja Bomb. Das heißt, im Brennen kannst du es als Bombe benutzen. Ja, die sind schon explodiert, Bayer. Ja, ne, die sind jetzt vergast alle. Das auch. Mann, wie lange dauert denn das noch, bis ich bei C4 ankomme? Eine Explosion entfernt. Ja. Witzpille, ey. Echt? Ja, wir labern uns ja auch einfach gerade. Oh! Ich glaube, das ist jetzt die bestkommentierte Folge auf seinem Kanal. Ja. Nee, das ist Minecraft, weil da bin ich dabei. Ja. Was? Stimmt genug. Ja. Kannst du doch nicht auch noch sagen. D4, oh Mann, ey. MG, du musst mal hier I4 abonnieren. Dann muss ich I4 abonnieren. Das hat 250 Abos. D3? Hat. Ich hab nicht mal dich abonniert oder Fresh oder Natze. Du Wichser. Seid froh, dass ich euch auf Twitter folge. Auch erst seit kurzem bei mir. Ja, da habe ich aber dann alle gefolgt. Wenn schon, denn schon. Dachte ich mir so, nicht, dass sich einer ausgegrenzt fühlt. Ja, ich wollte es nur mal kurz angemeldet haben. Meinst du, der immer stirbt oder was? Ja, seitdem ist er mal ein bisschen sympathischer geworden. Oh, da unten ist eine Hütte. Er ist halt Singleplayer erfahren, hat er ja vorhin schon erzählt. Da tötet er ja immer 5. Ja, ich weiß ja, schon, dass immer, er als Single aber... erfahren ist, aber trotzdem muss er es nicht so raushängen lassen. Hand-driven. Hand-proofed. Hand-proofed. Handmade. 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 Ich habe erst 376 Stunden H1Z1 gespielt, das ist viel zu wenig. Erst. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden D3. Ich schon gespielt. 157. Ja, absolut in der Safe-Zone drin. In den letzten 2 Wochen 5 Stunden. Da muss ich jetzt nachgucken. Muss ich drauf... Na, wo ist es? Umschalter-Tab, da wird es hier oben links angezeigt. 10 Stunden in den letzten 2 Wochen. Ja, ja. 109 Minuten heute. D3. Wie kommst du auf 109 Minuten? Weiß ich nicht, steht drin, 109 Minuten. Wo kann man das umschalten, dass man von der Woche sieht? Einfach Shift-Tab. Ach so. Das Overlay aufmachen. Stimmt ja, mir ist ja einmal das Spiel heute abgestürzt. Genau, 109 Minuten, derzeitiges Spiel. 10 Stunden in den letzten 2 Wochen. Nur da steht witzigerweise 375 Stunden insgesamt. Was? How to get military scrums permanent? Was sind das? Also gleich wieder nach Westen latschen oder was? Gibt's eigentlich die dafür? Was? Gibt's momentan Geschenke? Geschenke für was? Im PvE an die Military Base und dort kriegst du Militärklamotten umsonst, ein Skin, wenn du ihn findest. Was ist denn das jetzt gelesen? Im Overlay. Was stand das gerade? Okay. Nee, steht bei mir gerade nicht drin. Es stand rechts bei den Guides, steht's dort. Ah, okay. Ja, jetzt sehe ich's. Na, irgendwie müssen die Leute... Es sind immer noch 14 Leute am Leben, ey. Das ist ja... Cool.
Das heißt, nachher gleich mal nochmal auf dem PvE-Server. Weiterzocken, weiterzocken. Ja. Ja, ich muss da noch ins Training. Skins, oder was? Das ist geil. Das sind permanente, ja. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich weiß, was ich im Anschluss gleich tue. Ich auch, ja. Ja, ich glaube, ich guck dann auch mal. Ja, ich geb dir da meine Zugangsdaten schon. Du machst. Ja, danke, Alfie, ey. Danke, dass du auf mich wartest. Was? Machst du es jetzt gleich? Nee, oder was? Nee. Alfie. Alter, jetzt haben die sich aber alle. Ich würde sagen, du wirst ein bisschen länger brauchen jetzt in der Runde. Die haben sich jetzt. Nee, ich brauche nicht länger. Wir sind jetzt nur noch 8 Stück am Leben. Ja, dann schau, komm. Junge, als Einzelner hier. Ja, komm. Was anderes, wird jetzt nicht mehr akzeptiert. Alles andere ist nur enttäuschend. Ja. Definitiv. Wenn du jetzt nicht gewinnst, dann bist du hier der absolute Puller. Ja, das Gute ist, ich bin ja noch safe. Ah, das meinst jetzt du, bis einer hinter dir im Busch auftaucht. Nee, glaube ich nicht. Ihr müsst mal im Teamspeak-Chat schauen. Den Link anklicken. Oh, ey. Herrlich. Geil. Das ist böse. Aber das kann er da gleich für die Folge als Thumbnail nehmen. Ja, was? Ja, definitiv. Das muss als Thumbnail genommen werden von ihm. Definitiv. Abwarten. Das ist so geil. Alles andere ist eine Beleidigung. Ja, eben. So, wo bleiben die denn jetzt alle? Die müssen doch irgendwo, sind die doch? Ja. Man merkt, dass ich lange weiter. Wie viel sind da am Leben insgesamt? 6 oder mit dir 6 oder ohne dich? Ja, ohne mich sind noch 7 Stück am Leben jetzt. Ja, dann hast du auf jeden Fall noch mehr wie ein Team. Vielleicht sind es ja 7. Diese Mathekenntnisse. Ja, ja. Wow. Tät mich jetzt mal interessieren. Also. Ich würde mich können oder so. Das wäre geil. Okay. Ja, du als Camper ist klar. Auf nach Westen. Und dann gib Hackengas. Finden, suchen, zerstören. Genau. Die hocken bestimmt alle im Westen. Das ist ja das Problem. Ja. Eine Granate, dann sind alle weg. Dann bist du. Ich habe keine Granaten. Da habe ich keinen Platz für. Ich muss die ganze AR-Munition mitnehmen. Dann wirfst du den ganzen Rucksack nach ihnen und schießt einmal drauf. Genau. Das ist die geilste Bombe, die es gibt. Oder du machst es wie in Hotshots. Du langst einfach mit der Hand rein und wirfst. Und die fallen um. Sup. Zumindest weiß ich, wo der Airdrop runterkommt. Vom Himmel. Ja. Nee. Von oben. In die Richtung, wo ich gerade laufe. Ja, das sehen wir nicht. Ja, das ist auch ganz gut so. Kannst dir später im Video angucken. Das würde ich gerne auch nicht haben, wirklich. Dass du sagst, du kannst kommentierst mir zu wenig. Wieso kommentiere ich zu wenig? Was soll ich denn jetzt hier großartig kommentieren? Keine Ahnung, du sagst nichts. Du musst halt immer. Na, ich bin die ganze Zeit am Reden, du Vogel. Eigentlich nicht. Ich und Bayer haben jetzt seitdem, dass wir tot sind, mehr Wörter verwendet als. Nein, glaube ich nicht. Nein. Langsam, wenn du mitzählst, dann nicht. Ja, okay, aber das sind keine Wörter. Da hat der Duden, glaube ich, was dagegen. Weißt du doch nicht. Ja, wobei. Ja, bei manchen Sachen ist das komplett steht echt grammatikalisch richtiger Satz in Bayern. Hey. Ja, in Bayern. Ja. Bei uns sagt man es sogar zu. So, D3, da muss ich noch ein Stück. Was bei uns sagt man, in Wien zur Polizei sogar hey. Hey. Die hey. Das wird aber bei uns in Deutschland auch schon langsam eingeführt. Ja, genau, die hey du. Hey du. Komm mal her. Genau. Hey. Komm mal her, sagt man. Eigentlich nicht, hey du, verpiss dich. C3. Was, T3? Ja, C3 bin ich jetzt. Aber wobei, ich sag mal, wie heißt das Ding? M1, oder? Der Kampfpanzer der Amis. Sollte jetzt eigentlich in der Safe Zone sein. Ist dann eine M4 ein kleiner Panzer? Eine M9 wäre dann ein kleiner Panzer. Also, das ist dann der Jeep. Achso, weißt du. Ja, klar. Ihr labert zu mir zu viel, ich höre hier gar nichts mehr. Ist doch besser so, dann stirbst du endlich mal. Ja, wobei, jetzt braucht er einen mehr sterben, jetzt kann er ein Zweiter werden. Also alles, was recht ist, braucht er immer verrecken. Das sind ja nur noch 7. Was? Sind ja nur noch 7 Leute, die getötet werden müssen.
Das schaffst du locker. Doch. Ja, ist klar. Ich habe schon 4 Stück auf dem Gewissen. Ja und, das sind definitiv 7 zu wenig. Ohne Scheiß, wenn du letzter auf der Welt bist, dann kannst du... Oh Scheiß, jetzt bin ich im Gas, ey. Jetzt kann ich laufen, ey. Kacke. Tust du doch die ganze Zeit schon, oder? Leck mich. Nein. Doch. Ja, die müssen wir irgendwann mal schießen. Du hast doch kein Selbstsorgen mehr mittlerweile. Doch. Oder sind wieder mal alle unsichtbar? Da ist noch eine ausreichende Safe Zone vorhanden. Was denn? 3 Quadratmeter? Wir haben so ungefähr. Decknadelkopf groß auf der Aufgabe. 20 Leute im Dixie-Klo. Ja. Nee, in einem Auto. Und kommen dann raus wie so Clowns. Das wäre nochmal was, ja. Das wäre nochmal so ein geiles Bild. Jetzt muss ich Richtung Süden. Freaking Clown Car. Freaking Clown Car. Richtung Süden auch noch? Nein. Den Süden. Und das Gas kommt in 60 Sekunden. Ey, ich glaube, ich bin sowas von geliefert. Den Gaser hinterher. Oi, oi. Den Feinden hinterher. Ole, ole. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ja, aber ich erwarte jetzt einen Rap-Part von dir auch, ne? Ach nee, das ist nicht so meins. Nicht, dass das Natze den Content-Treffer kassiert. Deswegen. Ja, eben, das ist blöd. Oh, da oben steht ein Auto. Die Folge muss ja veröffentlicht sein, so viel wie wir hier geredet haben. Was? Ein Auto? Im Wagen vor mir fährt, Alter. Alter, du gehst ja auf den Piss, Alter, ey. Aber sowas von. So. Die Challenge ist, bis zum Ende, bis Nazi tot ist, für jeden seiner Sprüche passenden Musiktitel zu finden. Oh shit. Darf man auch nur den Titel sagen und nicht anfangen zu singen? Ja, du darfst auch nur sagen. Ah, gut. Aber du bist dann für Sing zuständig. Dafür muss Nazi aber quatschen. Ja, ich glaube, das verkneift er sich jetzt. Ja, der wird sich auf die Lippen beißen, weißt du? Und vor lauter Lachen wird er schon auf dem Boden liegen und rumkugeln. Die müssen doch hier unten im Wald sein irgendwo. Also, Wald, Stichwort? Jägermeister? Nee. Keine Ahnung. Gedicht von draußen vom Wald. Nee, kennt ihr nicht? Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande. Oh. Ich will den Natze sehen! Ich will den Natze sehen! Klassiker. Oh nee, der arme Kerl. Also Nazi, du hast genügend Stoff für deinen Titel der Folge. Als Thumbnail hat Fresh schon mal gemacht. Welche Folge ist es denn? Dann kann er es auch fertig machen. Ja. Eigentlich kann er das Thumbnail für all seine Folgen nehmen. Windows 7 macht's möglich. Ja, eben. Jetzt ist er ruhig. Was ist das? Nee, warte. Er versucht zu lauschen. Deswegen müssen wir sehr viel reden. Beim Warten kann eigentlich nur Wetter. Ja. Ah, bin tot. Oh, Scheiße. Hätte ich bloß die AR genommen statt die Schrotze. Ja, haben wir es wieder, gell? Platz 4. Ja, schlecht. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.